Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 16 Torwart, Trainer, Spieler, Karriere mit mir, dem Jan. Und wir sehen hier gerade auf die Tabelle und wir sehen, wir haben ein Spiel gewonnen. Unser Team hat ein Spiel gewonnen, vier Spiele unentschieden und vier Niederlagen. Das bedeutet, wir haben 7 Punkte und sind punktgleich mit dem letzten Platz und wir sind auf dem 7. Platz. Wir haben noch eine bessere Tordifferenz, weil wir so viele Chancen einfach vereiteln konnten und viele Spiele zu null spielen konnten. Leider jetzt die letzten beiden Spiele unglücklich verloren. Unsere Mannschaft hätte da einfach Tore machen müssen. Hatten die Chancen, haben leider insgesamt wirklich erst ein Tor gemacht und wir haben nach 9 Spielen 4 Gegentore bekommen. Ärgerlich auf jeden Fall. Ich hoffe jetzt einfach, dass wir hier in dem Spiel gewinnen können, weil wir wollen natürlich hier nicht unten landen irgendwie. Das definitiv nicht. Und ich freue mich natürlich auch wieder auf eure Kommentare. Schreibt da auf jeden Fall fleißig was rein. Dann können wir das hier in der Trainerkarriere beantworten. Ich sage immer Trainerkarriere, ist natürlich eine Spielerkarriere. Das tut mir leid. Aber wir beginnen jetzt mit dem 10. Spieltag. Greuther Fürth gegen Eintracht Braunschweig. Was ihr da im Hintergrund gehört habt, war mal wieder eine Nachricht. Ich habe mich nicht auf Offline gestellt. Das muss ich eigentlich bei jeder Aufnahme machen, sonst bimmelt's manchmal hier. Ist ein bisschen nervig. So, Greuther Fürth legt los. Es ist ein regnerisches Spiel. Wir sollten kein Tor reinbekommen. Unsere Mannschaft stellt sich erstmal auf Defensiv. Das ist natürlich beste Voraussetzung, um Tore zu schießen. Nicht. Ich meine, wir sind die abschlussschlechteste Mannschaft, aber die Mannschaft mit der besten Defensive. Von daher muss eigentlich unsere Mannschaft sich mal ein bisschen mehr trauen. Ich meine, wenn man ein Tor oder so mehr fängt und ein paar Tore mehr fängt, aber dafür einfach viel mehr Tore schießt, dann ist es ja nicht so schlimm. Aber das checken die anscheinend nicht. Ich meine, das 7 Punkte nach 9 Spielen ist nicht ganz so geil. Alle Unentschieden, die wir gespielt haben, waren ein 0 zu 0. Wir hatten einen 1 zu 0 Sieg und 4 1 zu 0 Niederlagen. Jetzt zwei leider hintereinander, die waren sehr unglücklich, muss ich sagen, diese Niederlagen. In einem Spiel, im letzten Spiel war es halt einfach so, dass ich in einer Situation wirklich richtig schlecht aussah. Naja, was heißt richtig schlecht aussah? Ich sah nicht so gut aus und habe dadurch ein Tor gefangen. Es wird direkt Assault, wird direkt ein Fehler bestraft. Das ist einfach so. Und in dem Spiel davor habe ich einen mega viel aufs Tor bekommen und dann geht halt irgendwann einer rein. Das ist einfach so. Bei dem Spiel, habe ich sogar vom Trainer ja Lob noch bekommen. Ich habe wirklich viel gehalten. Wenn du so viele Bälle aufs Tor bekommst, dann ist es halt irgendwann einer drin. Oh, das Lattenkreuz! Da wären wir noch dran gewesen. Das ist Kumbela. Oder ist es Kumbela? Das müsste Kumbela gewesen sein. Mit seinem Hinterkopf bringt er den Ball noch aufs Lattenkreuz. Leider bekommen wir dafür kein Plus. Wir sind jetzt bei einer 6,1. Vielleicht durch diesen Sprung, den unser Mann noch gemacht hat. Aber naja. Waren wir ja nicht dran. Gibt also für uns nichts. Auf jeden Fall schon mal die erste Andeutung, dass es scharf auf unser Tor kommt. Und da was in Richtung Greuther führter Tor. Domi Kumbela. Schuss aufs Tor. 2 und was auch immer da gerade stand, weiß ich nicht. Ich konnte es so schnell nicht lesen. Aber scheint deren Goalgetter sozusagen zu sein. Domi Kumbela ja auch früher bei Eintracht Braunschweig. Als er zurück in die zweite Bundesliga gekommen ist, haben ja erst alle gedacht, er kommt wieder nach Braunschweig zurück. Jetzt gerade in echt ist er ja nicht so erfolgreich bei Greuther Fürth. Jetzt gab es wieder die Gerüchte, dass er vielleicht wieder zu Eintracht Braunschweig zurückkommt, aber ich weiß es ja nicht so. Der Junge ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Und wenig Praxis so. Ich weiß auch nicht, ob der Erfolg hätte bei Eintracht Braunschweig. Auch wenn Eintracht Braunschweig ein Stürmerproblem hat, auch in echt. Ja, wir sind jetzt nicht hier so, nur dass wir hier keine Goalgetter haben, sondern auch in echt haben wir keine Goalgetter in Braunschweig. Auch wenn wir trotzdem viele Tore schießen, einfach weil es so welche Leute gibt wie Kilivi, Holtmann und Boland, die vor allen Dingen richtig gute Assists. Ich meine, wenn man richtig gute Assists macht, dann irgendwer steht dann halt schon und macht das Tor. So ist es gerade in echt in Braunschweig und so wäre es auch toll, wenn es hier so wäre, aber irgendwie haben die es hier nicht so mit Tore schießen. Chancen werden sich erarbeitet, aber brauche ich so einen Messi, der hier einfach mal das Ding vollendet.
Oder ein Ibrahimovic, ja. Wir müssen ja keinen Super-Dribbler haben, aber einfach der hier Schuss-Tor, ja. Sowas brauchen wir. Und wieder auf defensiv gestellt und. Komm, hau mal einen Schuss raus. Hau mal so einen Schuss einfach mal raus. Wieso geht denn da oben rein? Ich verstehe es nicht. Diese Schuss. Guck mal, die müssen da natürlich ran passen und dann aus so einer Distanz abziehen. Aber wie der reingeflogen ist, das habe ich selber gar nicht so richtig mitbekommen. Das muss ich mir nochmal angucken. Der ist über mich geflogen, oder? Das lange Eck. Über mich ist das lange Eck. Da kann ich nichts machen. Ich meine, wie geil war der denn geschossen? Was soll ich denn da halten? Ich meine, ja, das ist schlecht zeigen, aber er stand halt so rechts und ich stehe hier so. Ist ja klar, ich muss ja das kurze Eck auch zuhalten. Und wenn der über mich wirklich in den Winkel trifft, was soll, kann ich doch nichts machen. Die komme ich nicht dran. Okay, wir sehen, wir wissen ja, haben wir ja im letzten Spiel auch schon gesehen, wir müssen hier ein bisschen für Chancen sorgen. Nein, das war Spaß natürlich. Oh, die Förder sind schon auf Wiedersehen. Natürlich unangebracht. Okay, vielleicht sollte ich doch im Tor bleiben beim 1:0. In der Zeit, wahrscheinlich werdet ihr mich dafür auch haten, das ist natürlich eine idiotische Idee. Macht ja auch das Spielerlebnis kaputt. Soll ich, wenn überhaupt so, wenn auf totaler Angriff steht oder so machen, aber so ein Ball, kann man nicht halten. Was soll ich da machen? Ich meine, klar, wenn ich da hinten stehe, aber da, dann wäre es, hätte da, wenn ich da gestanden wäre, hätte da ja nicht hingeschossen, ist ja klar. Und das ist wahrscheinlich Abseits. Yep. Unsere Offensivmannschaft, unsere Defensivmannschaft, die machen hinten nichts, machen vorne nichts. Ja. Aber wir haben ja schon gesagt, der Livestream, müsste ja schon in einer Woche dann sein, ja. Wenn wir jetzt gerade mal beim Thema sind, ihr lieben Kommentarschreiber, ihr lieben Zuschauer, können wir direkt mal über den Livestream, den Wechseltransfer-Livestream, reden, weil, wie ist mir jetzt gerade, wir sind ja jetzt gerade ungefähr, müsste die 13. oder 14. Folge sein, das bedeutet, sind es beim, ich glaube, 10. Spieltag? Was war das? Du musst doch verspinnen. Ja. Das bedeutet 10. Spieltag. Also sind wir so in 7 Folgen. Also ungefähr. Das müsste irgendwie in 1,5 Wochen sein. Für euch denn in einer Woche oder so, wo theoretisch dann die Transferzeit ist und da müssen wir dann theoretisch irgendwann den Livestream machen. Das bedeutet, bei mir ist dann natürlich schon vorher, das bedeutet nächstes Wochenende. Für euch ist dann dieses Wochenende, wo ich dann vielleicht diesen Transfer-Livestream machen werde, wo wir zusammen entscheiden, wo es uns hin versteckt. Da werde ich aber wahrscheinlich extra nochmal ein Ankündigungsvideo machen, wenn es dann sowas gäbe. Oh. Wenn es sowas geben wird, ihr könnt auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas haben wollt überhaupt. Vielleicht interessiert euch ja ein Livestream gar nicht oder ihr könnt, die meisten sind irgendwie am Wochenende nicht da, dann lohnt es ja für mich auch nicht, das zu machen. Ansonsten finde ich das eigentlich eine nette Sache, wenn wir mal irgendwie auch live zusammen das Ganze erleben könnten. Hier ist gerade gar nicht ganz genau angeschaut, ob das mein Fehlpass war oder den Ball bekommen, habe den dahin gespielt. Das war eigentlich, war eigentlich mein Fehler. Er hat sich einfach in den Spieler reingedreht, zum Gegner hat er sich. Er hätte nach außen war ein Spieler frei. Und dann aus der Distanz kann er frei abziehen, ist der Ball drin. Domi Kombela, er hat die Abschlusswerte. Das erste Spiel wurde 2 Tore fangen und ich meine, den hätte man halten können. Der war vielleicht so, dass man, vielleicht hätte man da drankommen können. Irgendwie, aber komplett unvorbereitet, es war Abwehrpatzer. Und so machen natürlich vorne kein Tor rein. Aber ich merke ja schon wieder zu viel, aber ich meine, klar, wenn die Abwehr da so einen Fehler macht und das erste halt so ein unhaltbarer Schuss ist, kann man sich als Torwart immer aufregen, ja. Ich
Ich meine, wenn wir jetzt wechseln würden, ich meine, es sind ja noch 7 Spiele für mich. Noch alles passieren, aber. Boah. Mach doch einfach mal einen Schuss. Einen Schuss. Ich sehe es jetzt noch nicht, zu was für einem Gegner. Was für einem Gegner. Was. Ja, einen Verein wir wechseln sollten. Und ich weiß auch nicht, ob wir in der Hinrunde. Also. Ja. Ah, den haben wir. 20 Paraden. Torwartstellung gespielt plus 1. Das ist natürlich immer gut, wenn wir uns verbessern und dadurch bekommen wir auch immer mehr. Das ist einfach wichtig. Einfach weiterspielen, einfach weiter trainieren, einfach besser werden persönlich. Also, dass ich besser werde, dass mein Spieler besser wird. Erfahrener, routinierter, alles. Und so wird man einfach besser. Man ist ja nicht direkt Torwart, bester Torhüter. Die meisten Torhüter, einfach so, die richtig gute Torhüter sind ältere. Man sieht da Casillas, Buffon und so, ja. Also, das bedeutet, wir werden hier einige Saisons hoffentlich zusammen spielen, ja. Eine Nachricht, die ich hier gerade bekommen habe, sind sehr interessante Nachricht. Ich kann, oh, natürlich so nicht drüber sprechen. Oh, hatten wir den oder? Den haben wir. Oh, das sah nice aus. Den ersten scheinen wir nichts gehabt zu haben, weil da haben wir keinen Plus bekommen. Das muss der Kopf von Korea oder so gewesen sein. Oh, wieso macht er das denn? Ich drücke davon einfach nichts mehr. Scheiß auf. Was soll ich denn machen? Ich habe das Gefühl, die machen das dann einfach viel verzögert. Oh. Okay, jetzt beim 2:0 können wir nochmal mit nach vorne machen. Vielleicht erzählen wir ja doch mal ein Tor oder so. Ich meine, 5,7er Bewertung haben wir ja schon wieder Sachen gehalten. Gibt's ja gar nicht. Oh. Guck mal, was mal der Typ da macht. Wenn die einen Abschluss haben, dürfen wir gar nicht weiter nach vorne als zum 11-Meter-Punkt. Ja, die sind im Ballbesitz, natürlich dumm, wenn die im Ballbesitz sind. Davon zu rennen. Wir haben aber wieder Minus bekommen. Ja, von 5,7 auf 5,6 runter. Aber das interessiert mich ja eigentlich nicht. Vielleicht sind wir irgendwann sogar mal so weit. Ja, ich meine, okay, wir sollten uns. Jetzt, weil wir in drei Spielen 4 Tore reinbekommen haben, sollten wir jetzt nicht darüber anfangen, dass wir jetzt plötzlich der schlechteste Mann sind und dass wir irgendwann nicht mehr Startaufstellung und so sind. Weil in einem Spiel von dem, wo wir ein Tor reinbekommen haben, haben wir super gehalten, hat unser Trainer auch gesagt. Und dann, oh, gegen Domi Kombila, was macht der denn da? Okay. Vielleicht auch ich als Torwart bin nicht der beste Dribbler und sollte abspielen. Ich will halt einfach, die machen das Tor nicht rein, ich will auch einen Schuss da machen, ich will ein Tor schießen. Meine Tore, die Gegentore waren ja nicht meine Schuld, aber... Also ich habe nichts, was ich irgendwie jetzt so verbessern müsste, aber ich will einfach, dass unsere Mannschaft weiter oben steht. Das kann ja doch nicht wahr sein. Ich muss hier Tore erzielen. Die Abschlusswerte sind einfach da. Naja, sind sie nicht, aber... Aber gar keinen von uns. Ich habe das Gefühl, die haben genauso schlechte Abschlusswerte wie meiner. 90. Minute, Tor wieder mit vorne. Gib mir den Ball. Nein, Domi Kombila, du ärgerst mich nicht. Du hast mich jetzt schon vorher hingeärgert, dass du so einen doofen Treffer machen musst gegen mich. Nein. Ja, Ballbehauptung ist da. Hey, grobes Foul. Wenn wir uns jetzt verletzt haben. Ja, komm, gib ihm die rote Karte, Schiedsrichter. Ja, komm, wir müssen auf jeden Fall mit vorne bleiben. Ich hoffe, ich spawne nicht hin. Lass mich doch nach vorne rennen. Oh! Ja, Mann, die macht das Tor nicht rein. Regenspiele, Balance plus 1, es juckt mich nicht. Aber trotzdem, es war irgendwie ein witziges Spiel. Es war alle Spiele sind witzig, muss man einfach sagen. Ja, witzige Möhren und alles so weiter ist wieder dabei. Aber ich bedanke mich erstmal jetzt hier fürs Zusehen. Und ja, schreibt mir Kommentare, lasst doch mal eine Bewertung da, wie ihr das fandet hier jetzt, wie ihr als Offensivakteur auf dem Platz. Auf jeden Fall mega witzig, aber ja. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zusehen und ärgerliche Tore, aber im nächsten Spiel wird es bestimmt wieder besser und deswegen bedanke ich mich und haut rein, ciao.